4 Sterne auf einem Haufen, ihr Süßen. Da müsst ihr mal ein bisschen drauf achten. Seit heute Vormittag schmücken 7 kleine Tannenbäume den Eingangsbereich des Zwickauer Rathauses. Dekoriert wurden sie von Kindern der kommunalen Kitas. Morgen und übermorgen folgen die nächsten 7 Bäume. Die Dekoration ist selbstverständlich keine gekaufte Industrieware, sondern selbst hergestellter Baumschmuck. Zum Einsatz kam, was die Fantasie und die Bastelkiste hergab: Papier, Naturmaterialien, Farbe, Bänder und Perlen. An jedem Bäumchen ist natürlich ein Schild angebracht, damit jeder gleich erkennt, wer die kleinen Künstler waren. Die Aktion gibt es nun schon seit 6 Jahren. Damals hatte es einen Aufruf gegeben, wie der Weihnachtsmarkt noch attraktiver gestaltet werden könnte. Auf die Idee, Weihnachtsbäume von den Kindern der Kitas schmücken zu lassen, war die Markthändlerin Silke Walz gekommen. Seitdem ist das Dekorieren der Bäumchen ein festes Ritual zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Zu sehen sind sie bis über die Weihnachtsfeiertage hinaus.